Boah, Freunde, bei allem Fokus auf das Thema Authentizität habe ich trotzdem das Gefühl, dass die wenigsten von euch wirklich wissen, was eigentlich gerade abgeht. Das ist gerade mit Abstand die intensivste Zeit in meinem bisherigen Leben. Und ich bin einfach gerade innerlich in einem State, der ziemlich challenging ist, weil auf der einen Seite passieren einfach gerade die wundervollsten Dinge. Mein Leben hat gerade, es läuft gerade so viel in die richtige Richtung. Ich habe jetzt mit Laura, so ist zumindest mein Gefühl, die Frau für mein Leben kennengelernt. Und da bin ich unglaublich glücklich über das, was wir gemeinsam haben und diese Verbindung und diese Connection, die gibt mir so viel Kraft und dieses gemeinsame Träumen, dieses Großdenken, dieses, das ist einfach wunderschön. Dazu die ganzen Erfolge, die wir in letzter Zeit eingefahren haben, mit der krassen, erfolgreichen ersten Awesome People Talent Schmiede letztes Jahr mit der APC 3. Wir haben jetzt fast ein Jahr schon unser Space und das Team wird immer größer und alles entwickelt sich weiter und alles wächst und Social Media und die Community und es ist alles mega geil. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gerade für mich persönlich die mit Abstand herausforderndste Zeit in meinem Leben, weil ich unglaublich viel Gas gebe und mir mein Körper seit vielen Wochen signalisiert, Robert, das ist jetzt gerade mal auf jeden Fall eine Menge, so irgendwie permanent schnupfen, permanent morgens aufwachen und irgendwie noch mega müde sein. Und da merke ich, da muss ich auf jeden Fall mehr auf mich achten und nehme mir da definitiv zu wenig Auszeit. Wir haben jetzt das Space seit einem Jahr. Ich laufe jetzt hier gerade an der Spree lang. Und das ist jetzt das allererste Mal, dass ich das mache. Wir sind jetzt seit einem Jahr hier. Das Space ist, wenn man da hinten in die Straße reingeht, noch ungefähr 100 Meter rüber. Also das heißt 3 Minuten Fußweg von hier. Und ich nehme mir gerade das allererste Mal Zeit in meinem ultra busy Alltag. Und jetzt ist es gerade kurz vor 8. Und ich habe eigentlich todesviel zu tun und trotzdem hatte ich gerade den Impuls, einfach mal hier rauszugehen und mir kurz mal diese Zeit zu nehmen, was ich bisher noch kein einziges Mal gemacht habe. Dazu merke ich einfach, dass ich noch enorme Schwierigkeiten damit habe, den Fokus auf langfristige Systeme und Strukturen zu setzen, anstatt kurzfristig versuchen, alles selbst optimal zu machen. Jetzt mittlerweile ein immer größer werdendes Team am Start und alle Abläufe sind definitiv noch nicht so geil eingetuned, dass jeder optimal in seiner Stärke sein kann und dementsprechend auch ich ein Stück weit von dem Workload abgeben kann. In sehr vielen Dingen stecke ich noch selbst drin und das wiederum macht Stress und das wiederum, ja, sorgt dafür, dass ich irgendwie permanent on bin und Schwierigkeiten habe, auch mal rauszugehen und auch mal aufzugehen. Was ich damit sagen will, ist, es ist gerade sowohl auf der wundervollen positiven Seite, die mit Abstand krasseste Zeit in meinem Leben, als auch auf der Schwierigkeiten-Struggle-Seite, die mit Abstand krasseste Zeit in meinem Leben. Und beides zusammen ist einfach gerade so intensiv, dass es mich emotional enorm challenge, weil ich auf der einen Seite diese krasse Dankbarkeit verspüre, auf der anderen Seite aber auch diese krasse Erschöpfung und manchmal weiß ich einfach echt nicht weiter und wie ich das alles handeln soll und wie all die Dinge funktionieren sollen und wie ich all den Erwartungen gerecht werden soll, die jetzt mittlerweile immer größer auch werden. Und so viele Leute setzen ihre Erwartungen in mich, vom Team, von euch, von der Community, von den Projekten, die wir machen. Und gefühlt werde ich all meinen Lebensbereichen gerade nicht optimal gerecht. Ich habe unzählige unbeantwortete Nachrichten von Freunden, von Leuten aus der Community, von Kooperationspartnern, von allem. Meine To-Do-Liste ist unendlich lang. Ich nehme mir super wenig Zeit für mich. Ich nehme mir super wenig Zeit für die Menschen, die mir lieb sind. Alles ist gefühlt gerade so auf schnell mal eben hier und schnell mal eben da und schnell mal eben da. Und dazu das Bedürfnis, dass ich am liebsten gerade den ganzen Tag einfach mit Laura verbringen möchte, weil das einfach so wunderschön ist und diese Verbindung weiter pflegen möchte. Und ja, was ich damit nur sagen will, ist, ich wollte euch einen kleinen Einblick geben, was eigentlich gerade abgeht. In 7 Tagen starten wir mit dem Crowdfunding zur Talentschmiede. Hab das Gefühl, da ist auch noch so viel nicht optimal und so viel nicht optimal kommuniziert und hab da natürlich auch eine Menge Schiss, dass die großen Erwartungen, die wir dadurch jetzt aufbauen, dass wir die nicht erfüllen können, weil ich eben nicht allem gleichzeitig gerecht werden kann und trotzdem noch um mich sorge. Das heißt, es ist ein ziemlicher Brainfuck, aber letztendlich
das, was mich auf jeden Fall weiter vorantreibt, ist die Dankbarkeit für die unglaublichen Möglichkeiten, für das, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Heute genau auf den Tag vor 5 Jahren war noch nichts von dem, was jetzt gerade ist, ist in meinem Leben. Alle Menschen, die jetzt in meinem Leben sind, waren noch nicht da. All die Möglichkeiten, die jetzt in meinem Leben sind, waren noch nicht da. Ich habe noch mein Geld verdient mit etwas, was ich eigentlich überhaupt gar nicht mochte. Die persönliche Entfaltung, die ich jetzt in den letzten 5 Jahren erleben durfte, diese Freiheit, diese Authentizität, dieses nach draußen scheren, dieses so sein, wie ich wirklich bin, das war alles noch nicht da. In 5 Jahren hat sich alles transformiert. Und diese Dankbarkeit für diesen Prozess treibt mich an, weiter reinzugehen, mehr Gas zu geben und alles versuchen in Einklang zu bringen. Und ich weiß, dass das der richtige Weg ist, aber manchmal gibt es einfach diese Momente, wie jetzt gerade, wo man sich denkt, kann ich einfach kurz mal auf Pause drücken und einfach mal eine Woche komplett raus aus allem gehen. Freunde, ich wollte einfach Danke sagen, dass ihr diese Reise mit mir geht und euch einen kleinen Einblick geben, was gerade emotional bei mir abgeht, damit ihr vielleicht auch manche Dinge etwas besser nachvollziehen könnt. Und vielleicht gibt es euch auch ein gutes Gefühl dabei, wenn es euch ähnlich geht. Weil ich glaube, ganz ehrlich, das ist eine ganz normale Reise von jemandem, der die Welt verändern will, von jemandem, der sein persönliches Leben transformieren will, von jemandem, der ja, Menschen dabei helfen möchte, ihr eigenes Leben zu verbessern. Und das mache ich jeden Tag mit voller Energie, aber manchmal ist es halt auch einfach echt tricky. Und ich glaube, das ist okay. Und das können wir umarmen. Und dann sich einfach mal trotzdem, auch wenn alles mega busy ist und wenn wir eigentlich viel zu wenig Zeit für alle Dinge haben, um allen Erwartungen gerecht zu werden, um unseren eigenen Erwartungen gerecht zu werden, um all die Dinge zu schaffen, die wir schaffen wollen, sich einfach mal trotzdem solche Momente wie jetzt zu nehmen und hier mal so ein bisschen an der Spree lang zu schlendern, sich Musik aufzumachen und mal reinzufühlen, wie wundervoll eigentlich all das ist. Freunde, danke, dass ihr diese Reise mit mir zusammen geht. Bedeutet mir eine Menge.